Hallo aus Dülmen zu einem neuen Videodreh für meine Lieblingsfahrzeuge Bürstner. Heute gibt es was Schönes, Kurzes, Kleines in einem Anfangspreissegment und wir werden nachher sehen, wie toll man damit Urlaub machen kann. Um einfach mal die Lieferproblematik von Fiat zu durchbrechen, ist Bürstner mal den Schritt gegangen, was auf Ford zu präsentieren. Ich bin ganz begeistert, weil das Chassis von Ford schon ganz viele tolle Extras bietet. Das Grundmodell vom Lineo, das ist übrigens ein Lineo C590, der ist 5,98 Meter lang, 2,06 Meter breit und die Höhe ist 2,88 Meter, wobei die Innenstehhöhe 9 cm höher ist als bei jedem anderen normal hohen Kastenwagen. Grundmotorisierung ist der Ford Transit 2,0 Liter EcoBlue mit 130 PS. Ihr bekommt das Fahrzeug aber in weiteren Varianten auch in Automatik. 170 PS, Automatik oder Schaltgetriebe ist auch eine sehr, sehr schöne Option. So wie wir das vom Bürstner kennen, gibt es natürlich auch moderne Geschichten, sprich Alurahmenfenster, eine magnetische Klappe, um an die Toilettenkassette zu kommen. Hier haben wir mal Alufelgen drauf, bei dem. Durch die schönen großen Fenster hat man dann auch vom Fahrzeuginneren einen schönen Blick nach außen. Also morgens die Sonne genießen, die aufgeht und abends vielleicht auch den Sonnenuntergang. Was will man mehr? Gar nichts. Urlaub machen. Und das gelingt mit so einem Fahrzeug wunderbar. Schiebetür, wie bei allen Fahrzeugen, wenn ich sie denn aufhabe. Und vorne ein geräumiges Fahrerhaus. Die schönen großen Fenster bieten uns die Möglichkeit, den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang zu genießen, auch wenn wir noch nicht aus dem Bett krabbeln wollen. Das ist schon sehr, sehr nett. Gehen wir weiter ums Fahrzeug, kommen wir an die Aufbautür. Ihr seht, dass sie breit ist, weit offen. Und auch die elektrische Trittstufe ist breit und komfortabel. Zur Grundausstattung gehört natürlich auch das Insektenschutz Plissé. Und damit das gut abschließt, hat Bürstner sich hier die Geschichte mit dem Plexi-Einglas einfallen lassen. So, ab ins Fahrzeug. Ihr seht, dadurch, dass ich eine lange Küche mit einer offenen Sichtachse habe, wirkt das Fahrzeug groß und geräumig. Denkt immer dran, es ist ja unter 6 Meter. Hier vorne gibt es die Kochstelle mit der durchgängigen Spüle, immer sehr schön sauber zu halten. Kühlschrank kann ganz umgeschlagen werden, sodass ihr also auch von außen an das Feierabendbierchen oder was auch immer ihr gerne mögt, kommt. Klein, aber fein. Wenn ich nämlich einmal mal hier ausrolle, habe ich einen riesen Tisch. Und denkt dran, Fahrerbeifahrersitz sind drehbar, sodass ich wirklich mit 4 Leuten auch gemütlich hier sitzen kann. Ich sitze jetzt hier übrigens auf einer ganz komfortablen Sitzbank. Die ist deutlich breiter als bei vielen anderen Kastenwagenherstellern. Ich zeige euch das, ich stehe mal auf, dann könnt ihr es besser sehen. Was bei vielen kleinen Kastenwagen, klein in Anführungsstrichen, alles das, was bis maximal 6 Meter ist, ein Problem darstellt, wenn man sich zu zweit gemütlich breit machen will. Hier habe ich ausreichend Platz für 2 Erwachsene, ohne dass man Angst hat, vorne rauszukullern. Ganz beeindruckend finde ich die großen Staufächer mit einer Absturzsicherung überall und den richtig dicken, fetten Scharnieren, sodass ihr lange an euren Oberschränken Spaß habt. 1, 2, 3, 4 im Schlafbereich. Wie ihr das vom Bürstner kennt, ist hier eine Stromschiene auf beiden Seiten angebracht und ihr könnt die kleinen Spots
manuell ausschalten und wenn ihr sie dreht, könnt ihr sie einfach auch verstellen. Auch im restlichen Fahrzeug hat Bürstner nicht an schönen Lichtquellen gespart. Kleine Spots, die ihr verstellen könnt, wie hinten im Schlafbereich. Aber auch hier, ihr seht, überall gibt es eine schöne Lichtquelle und ich kann die ganz separat auch nutzen. Wir haben ein kleines, schnuckliges, funktionelles Bad mit kleinen Schränken. Eigentlich alles, was man braucht, wenn man mal kurzzeitig einen Städtetrip oder von Campingplatz zu Campingplatz fährt. Jetzt gehen wir einmal nach vorne, werfen noch mal einen Blick ins Fahrerhaus und ich werde mal den Motor anmachen. Und ihr hört ein deutliches Alarmsignal. Das heißt, ist die Tür nicht zu, ist die Treppe nicht drin, werdet ihr ausreichend gewarnt. Ihr seht, dass im Chassisgrund von Ford schon ganz viel drin ist. Unter anderem die sehr, sehr übersichtliche Rückfahrkamera auf einem großzügigen Monitor, wo ihr ein Stück Sicherheit mehr habt, wenn ihr das Fahrzeug mal zurücksetzen wollt und noch nicht so lange mit so einem Fahrzeug unterwegs seid. Das war also der Ford Lineo als C590. Ihr bekommt ihn noch in einem anderen Grundriss. Das ist dann noch mal ein Stückchen kürzer, der C550. Der ist 5,53 Meter lang und wie gesagt, bald habe ich zahlreiche Fahrzeuge auf dem Platz stehen. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei und ich zeige sie euch persönlich. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Daumen hoch macht und wir sehen uns bei uns in Dülmen. Ihr denkt schon länger darüber nach, euch ein Wohnmobil anzuschaffen? Dann seid ihr hier genau richtig bei Dümo TV.